Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HBW gegen den Bergischen HC. Endstand 29:27. Ich begrüße Gästetrainer Sebastian Hinze und unsere beiden Verantwortlichen Jens Bürkle und Wolfgang Strobel. Euch herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Das erste Wort gehört dann immer dem Gästetrainer. Es war ein Spiel mit Aufs und Abs. Wie hast du es gesehen? Speziell dann in der zweiten Halbzeit ist dann der HBW ein bisschen da weggezogen zwischendurch. Wie sieht dein Fazit aus? Ja, erstmal Jens, Glückwunsch zum Sieg. Ich denke, über die 60 Minuten dann auch verdient, weil wir, wie ich finde, in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel machen. Aber die letzte Konsequenz fehlt. Wir gehen 5-1 in Führung, haben auch danach, nach der Überzahl, die wir 1-0 verlieren, oder Unterzahl von uns, haben wir weiter eine gute Abwehr, gutes Tempospiel, fangen dann aber an, von 6 Meter zu verwerfen. Dann kommt so ein bisschen Unsicherheit rein, ein, zwei technische Fehler, dann wird es ein enges Spiel. Und das ist uns schon selber zuzuschreiben, denke ich, dass wir da diese Konsequenz, mit der wir zu Beginn aufgetreten sind, haben ein Stück weit vermissen lassen. In der zweiten Halbzeit ist dann so, dass wir defensiv diese letzte Aktion nicht verteidigt bekommen haben. Strobel, das sehr, 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 sehr gut macht, das Heftal in die Hand nimmt über Assists und bei passivem Spiel die Tore. Wir dann das eigentlich haben, was der ersten Halbzeit zuzuschreiben ist, dass wir in der zweiten Halbzeit dann hinterherlaufen und, glaube ich, so ein bisschen Stressmoment im Kopf haben, den wir eigentlich hier nicht haben wollten. Und dann macht Barling das sehr, sehr clever, indem sie das Tempo rausnehmen. Dann stellen wir auf eine 5-1-Abwehr um, um so ein bisschen Stress zu verursachen. Das funktioniert, denke ich, ganz gut, kommen so Stück für Stück zurück ins Spiel. Klar kann dann mehr passen, um das Spiel dann endgültig zu drehen, aber ich glaube, dass diese Phase nach der Halbzeit, wo wir so ein Stück weit die Stabilität verlieren, und in der ersten Halbzeit, wo wir, finde ich, zu viele Bälle liegen lassen, dass das dazu führt, dass wir dann auch ehrlich sagen müssen, dass wir hier fair gratulieren müssen und diese Dinge ansprechen und vor allen Dingen sehr dringend für die nächsten Auftritte daraus lernen müssen. Danke. Danke dir. Jens, der Start war mit 1:5 am Anfang relativ schlecht. Du hast dann früh die Auszeit genommen. Was hat sich dann aus deiner Sicht geändert oder was hast du in dieser Auszeit auch vielleicht den Jungs mitgegeben? Ja, das Lustige ist, dass wir eigentlich ein ähnliches Thema hatten mit der Konsequenz. Also in der Auszeit sagen wir, wir müssen konsequenter sein. Wir wollen gar nicht wirklich werfen, wir suchen immer nur Kreis, ohne einen wirklichen Torvorsatz zu haben. Und dann habe ich gesagt, wir müssen da jetzt drauf marschieren und wenn sie auf uns nicht kommen, dann müssen wir schießen. Und so simpel sich das anhört, das haben wir dann wirklich gut umgesetzt und sind dann einfach Stück für Stück dann wieder in das Spiel zurückgekommen. Natürlich mit dem überragenden Mike Jensen, der das Tor natürlich dann schon auch immer wieder vernagelt hat und eben diese freien Bälle dann auch teilweise weggenommen hat, sodass wir in der Halbzeit wirklich gut im Spiel sind. Insgesamt tolles Spiel, wir hatten ja heute schon noch ein paar Ausfälle zu verkraften. Da muss ich erstmal ein Riesenkompliment an die Mannschaft aussprechen, dass es so zurückkommt. Dass wir wegziehen können, wenn wir in so einem Lauf drin sind, ich glaube, das ist hinreichend bekannt. Und dann kommt die Abwehrumstellung auf die 5-1 und dann hat man schon ein bisschen Probleme. Normalerweise spielen wir eine 5-1 ganz gern. Heute haben sie es wirklich sehr, sehr clever gemacht und dann sind sie noch zu noch mehr Gegenstößen gekommen. Man muss sagen, wir haben ja 13 Gegenstoßtore von euch aufgeschrieben. Das ist schon eine Qualität, die der BHC da hat, wo ich ihm wirklich gern auch zuschaue bei ihren Spielen. Haben wir jeden Fehler von uns im Gegenschusstor bestraft. Und deshalb wird das Ding auch recht schnell wieder eng. Und hinten raus kommt eine Aktion von Jona. Da muss man sagen, wer muss man das mal so werfen? Respekt. Also, boah, großes Kompliment. Und natürlich auch viele andere Spieler. Ganz tolle Leistung heute von uns. BHC, gute Mannschaft, wirklich sehr gute Mannschaft. Und die heute hier zu schlagen, macht uns alle sehr, sehr stolz. Danke, Jens. Dann darf ich dir, Wolfgang, das letzte Wort des Abends noch überreichen. Wie sieht dein Fazit? Hast du noch was zu ergänzen zu dem Spiel? Das, was ich mir gefühlt vorgenommen habe, ist, glaube ich, erzählt. Also das ist, war wirklich ein unheimlich spannendes Spiel für alle Beteiligten heute. Vor allem, weil es durch viele Wechsel auch im Spiel auch durch Emotionen, die dann aufgekommen sind, durch Schiedsrichterentscheidungen, die Halle kam dazu. Ich glaube, beide Mannschaften haben auch emotional ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Und so war das ein unheimlich interessantes Spiel, glaube ich, auch für alle Zuschauer, die es daheim verfolgt haben. Und am Schluss kommt dann wirklich der Lauf, oder kurz nach der Halbzeit kommt der Lauf, den wir dann haben. Ich glaube auch, dass der 7 Meter, den Mike direkt mit der Halbzeit hält, für die Halle nochmal so ein Signal war. Und dann hat die Halle nochmal richtig Gas gegeben dazu. Und da sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir heute die beiden Punkte geholt haben.
weil ich glaube, dass sie nicht selbstverständlich sind. Danke. Danke, Wolfgang. Gibt es Fragen von den Anwesenden hier? Dann wünsche ich euch eine gute Heimfahrt. Wir sehen uns im Rückspiel und beende die Pressekonferenz.